In Hamburg vereinigt Gauleiter und Reichsstatthalter Karl Kaufmann in diesen Jahren immer mehr Ämter im Reichsgau Hamburg. Das Bürgermeisteramt und der Senat werden abgeschafft. Das Wort Freie vor dem amtlichen Namen Hansestadt Hamburg ist gestrichen. Bei vielen Hamburgern macht sich ein Unbehagen gegenüber der bestehenden Ordnung breit. Die große Mehrheit aber feiert die wirtschaftlichen und außenpolitischen Fortschritte. Wenn man die Unterdrückung und Verfolgung von Minderheiten, die Kriegsvorbereitungen ausblenden kann, ist es möglich, sich von den scheinbaren Erfolgen blenden zu lassen. Die Nationalsozialisten waren auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise an die Macht gekommen. Der folgende Aufschwung ist auch auf die weltweite Besserung der Wirtschaftslage zurückzuführen. Flankiert von einer bedenkenlosen Verschuldungs- und Aufrüstungspolitik. Widerstand gegen die neuen Machthaber gibt es kaum. Die wenigen Mutigen sitzen im Alsterpavillon, zu der Zeit Judenaquarium genannt. Hier wird auch die von den Nationalsozialisten ungeliebte Swingmusik gespielt. Die Hamburger ziehen sich ins Privatleben zurück und genießen das moderne Stadtleben.